Einen wunderschönen guten Abend oder guten Mittag, guten Morgen, was auch immer, wünsche ich euch, Leute. Das ist ein kleiner Nachtrag, der mir gerade eingefallen ist, wird ein bisschen später kommen, zu der letzten 1860-Folge. Und zwar haben wir jetzt die erste Saison durch, ja, wir sind fertig mit der ersten Saison. Und da ist mir was aufgefallen, was ich vergessen habe im Video, was aber eigentlich das Wichtigste war für mich. Ich habe es aber komplett vergessen mit einzufügen, und zwar euch nach eurem Feedback zu fragen. Ja, wir haben jetzt die erste Saison rum. Ich für mich wollte mal ein kleines Resümee ziehen, wie mir das Projekt gefällt in der ersten Saison. Und da wollte ich natürlich auch ganz, ganz klar nach eurer Meinung fragen. Ja, wie findet ihr das Projekt? Gefällt es euch? Macht es euch Spaß, es zu gucken? Also, ich weiß ja eigentlich, dass es euch Spaß macht zu gucken. Das sagen alleine die Aufrufe, die Daumen und alles sowas. Aber auch mal wirklich. Mit Daumen kann man ja immer nicht so viel anfangen, finde ich, als YouTuber. Mal wirklich nach eurem Feedback fragen, ja. Wundert euch übrigens nicht, dass da hinten wieder was auf dem Fernseher läuft und so, ne. Das ist gerade wieder sehr spontan hier. Und, ich war eigentlich schon auf dem Weg hier ins Bett, quasi. Aber ich nehme das Ganze jetzt nochmal auf und, ja, wollte euch einfach mal nach eurem Feedback fragen, ja. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das Ganze? Wie gefällt euch das? Guckt ihr das gerne? Was würdet ihr besser machen, was würdet ihr anders machen, was gefällt euch an dem Projekt überhaupt nicht, alles sowas, ja, dass ich Feedback sammeln kann und das Projekt quasi euren Wünschen anpassen kann, ja, dass ich quasi weiß, yo, das gefällt den Leuten überhaupt nicht, das wäre eigentlich schon alles, was ich wollte. Mein Feedback ist, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, ist ultra geil, das ist jetzt quasi. Ich habe es endlich geschafft, den Fußballmanager auf YouTube so zu zeigen, wie ich ihn auch privat spiele. Ich spiele ihn eigentlich privat auch nur im Teletext-Modus, gar kein Textmodus, und geht die Saison ist eigentlich relativ schnell durch für mich. Und das ist was, wo ich jetzt direkt schon merke, das macht mir auf jeden Fall auf Anhieb tausendmal mehr Spaß als ja, die anderen Stile, ja, dass wir quasi immer zwei Spiele pro Folge hatten, dass alles ausführlicher war. Macht zwar auch Spaß, hat mir im Endeffekt aber nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass es mir wirklich extrem viel Spaß macht. Da kann ich ein bisschen mehr hinterstehen. Ja, und das merkt man, glaube ich, auch in den Folgen, dass es mir insgesamt einfach mehr Spaß macht. Kann mich da ein bisschen mehr im Schnitt austoben, finde ich auch geil. Zum Beispiel im letzten Video, das fünfte Video, da habe ich mir extrem viel Mühe gegeben. Da habe ich bestimmt 3 Stunden oder 4 Stunden lang dran geschnitten. Ich weiß nicht, ob man das immer so sieht, weil es halt, weil ich halt auch immer noch im Schnitt in den Kinderschuhen stecke, sage ich mal, ne? Weil ich mich damit die ganze Zeit nicht wirklich krass befasst habe. Aber ich denke, ich entwickle mich da schon ein bisschen weiter und, ja. Einfach mal so kurzes Feedback von euch in die Kommentare ist etwas, was ich anmerken wollte und voll vergessen habe im Video. Warum auch immer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum ich es vergessen habe. Ja, dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen Abend und frohe Weihnachten. Habt ein wunderschönes Fest mit eurer Familie, mit euren Freunden. Lasst es euch gut gehen. Ich weiß übrigens nicht, ob jetzt nochmal eine Fußballmanager-Folge vor Silvester kommt. Das hängt ein bisschen ab. Oder davon ab, wie lange ich jetzt über Weihnachten weg bin. Ob dann noch eine Folge kommt, weiß ich nicht, muss ich gucken. Wenn nicht, dann sehen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder, Leute. Haltet die Ohren steif und wie gesagt, schreibt eure Sachen sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich lese mir alles durch und werde mir euer Feedback zu Herzen nehmen, ja? Wenn es konstruktiv ist. Wenn jetzt jemand reinschreibt, natürlich, ey du Hurensohn, ich hasse Fußball, dann kann ich ja mit dir eh nichts anfangen. Aber so seid ihr nicht. In die Kommentare mit eurer Meinung und wir sehen uns in der nächsten Folge Fußballmanager. Haut da raus!